ich wollte mir noch ein Video anschauen. Das hatte ich heute gefunden in meiner Abo-Box und das klang echt ganz interessant. Das wollte ich mal ganz kurz reinschauen. Nämlich, das wurde heute erst hochgeladen. Das Internet ist schlimmer als je zuvor. Was nun? Es dauert 12 Minuten und ich fand, das klang vom Titel her echt interessant. Ist von Kurzgesagt, kennt ihr wahrscheinlich den Channel, ne? Also der ist ja relativ bekannt. Haben wir aber, glaube ich, noch nie drauf reagiert. Aber ich finde die eigentlich echt immer ganz cool, diese Videos. Deswegen dachte ich mir, guck mal, hier übers Internet, das klingt echt ganz spannendes Thema. Bin ich mal gespannt, was die da so zu sagen haben. Und das gucken wir uns jetzt heute an. 2022. Was zum Fick macht mein Chat eigentlich hier komplett unten? So, hock dich jetzt mal hier hoch. Rechnete fast die Hälfte aller Amerikaner mit einem baldigen Bürgerkrieg. Heute glaubt einer von fünf Menschen weltweit, dass politische Gewalt gerechtfertigt sei. Immer mehr Menschen sehen sich in gegnerischen Teams. Dafür gibt es viele Gründe. Aber besonders oft Was beschuldigt. mir auffällt halt im Internet ist, dass es immer extremer wird. Und also ich muss mich da gar nicht so rausnehmen, dass ich teilweise auch schon so ein Extremer geworden bin, dass man einfach weniger so zulässt, dass Leute keine Meinung haben oder so eine gemischte Meinung, sondern so, wenn man auf der einen Seite steht, wird man angeschrien, wenn man auf der anderen Seite steht, wird man auch angeschrien, wenn du in der Mitte bist, bist du ignorant so. Also es ist nicht nur aus politischer Sicht, sondern in ganz vielen Bereichen, dass einfach so Diskussionen immer mehr in die Extremen rutschen. Mal gucken, ob auf das hier so eingegangen wird. Nicht wert Social Media. Es macht uns extremer, weniger empathisch, stachelt uns an oder zieht uns in die Doomscrolling-Spirale, verursacht Stress und Depression. Aber auch von dem Content, was er gesagt hat, macht uns irgendwie aggressiv und sowas. Es ist halt auch, es gibt mittlerweile im Internet auch so viel Ragebait, ne? Vielleicht kennt ihr das, den Begriff Ragebait, einfach so Content, der wirklich nur dafür da ist, dass Leute sich drüber aufregen, und dadurch kommt der quasi gut an, weil viele Leute kommentieren und so. Ne? Das wird leider auch extrem viel gemacht mittlerweile. Es fühlt sich an, als müssten wir einfach mal wieder raus und in die reale Welt flüchten. Neue Forschungen zeigen, dass wir den Grund dafür möglicherweise falsch interpretiert haben. Social Media beeinflusst vielleicht wirklich unsere Denkweise, aber nicht so, wie du meinst. Der Mythos der Filterbubble. Von Fil Das glaube ich auch nicht, dass man so Filterbubbles hat, aber ich sag mal, man festigt sich schon irgendwie so seine Meinungen in eine Richtung, die man gerne haben möchte. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendeinen Content sehe, wo, weiß ich nicht, ein veganes Produkt vorgestellt wird, dann drücke ich instant auf die Kommentare und ich weiß gar nicht warum so, einfach. Dann regen sich da Leute drüber auf, dass die Produkte existieren und ich kann mich drüber aufregen, dass sich diese Leute aufregen. Wo ich mir denke, warum habe ich diese Kommentare überhaupt aufgemacht? So. Wisst ihr, was ich meine? Macht ihr das auch manchmal? So, ihr wisst, die Kommentare werden euch ankotzen, deswegen müsst ihr reingucken, um zu überprüfen, ob sie euch wirklich ankotzen. Filterbubbles hast du wahrscheinlich schon gehört. Algorithmen zeigen dir genau das, was du sehen willst oder was sie denken, das dir gefällt. Du siehst nur Informationen, die sich mit deiner Sicht decken, während abweichende Meinungen und Informationen rausgefiltert werden. Da die Inhalte deiner Weltanschauung entsprechen, erscheinen dir extreme und vergiftete Meinungen darin plötzlich weniger extrem. Du bist in einer Bubble gefangen und deine Weltsicht wird enger und radikaler. Aber stimmt das? Extreme Filterbubbles scheinen eher selten zu sein. Studien dazu, was sich Menschen online tatsächlich. Also das habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich so einer Bubble drin lande. So, ich bekomme auch viel Content, der wirklich das Gegenteil ist von dem, was ich glaube und konsumiere und so. Aber es ist halt dann auch der Content, mit dem man dann halt eher interagiert, you know? So, man setzt sich eher mit dem auseinander, was einen stört, als mit dem, was man nice findet. Das guckt man einfach und gut ist, so. Anschauen oder von Suchmaschinen angezeigt bekommen, konnten kaum Belege dafür finden, dass du ideologisch isoliert bist. Im Gegenteil. Online wirst du ständig mit fremden Meinungen und Weltbildern konfrontiert. Am stärksten ist die ideologische Isolation tatsächlich im echten Leben, in der echten Welt mit echten Menschen. Dein Austausch mit Freunden, Familie, Arbeitskollegen und Nachbarn ist sehr viel weniger divers als in deiner Online-Bubble. Die Filterbubble gibt's im realen Leben, nicht online. Okay, stopp. Mit Online-Bubbles wurde ständig erklärt, wieso wir uns. Eine Sache, wo mir das auch aufgefallen ist, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Da haben wir im Discord irgendwas über den Server geredet und da ging es dann um das Thema, ja, was machen wir auf dem Minecraft-Server, wenn da jemand irgendwas Politisches schreibt. Und irgendjemand hat sich da hat dann einfach so gesagt, ja, das ist ja alles nicht so schlimm, solange es nicht
Werbung für Partei XY ist. Ich weiß gar nicht mehr, um welche Partei es ging. So, dass man dann so gefestigt ist in seinem Bild, dass alle so der eigenen Meinung entsprechen. So, ja, natürlich hassen wir alle Partei XY. Und deswegen ist es gesunder Menschenverstand, dass das hier nicht vertreten werden darf. So, es war, glaube ich, nicht mal die AfD, sondern irgendeine andere Partei. So, ja, ja, Hauptsache nicht für die. So, da war es dann auch so. So, da merkt man das so, wahrscheinlich war die Person so ein bisschen in der eigenen Bubble drin, so von, wir denken alle so. Ich glaube, es waren die Grünen, ich bin mir aber nicht sicher. Es könnte auch eine andere Partei gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Für gar welche Partei am besten. Ich denke mal auch so, so, wenn man über sowas diskutiert, dann muss man halt sagen so, ja, generell politische Werbung jetzt vielleicht nicht auf meinem Minecraft-Server, aber dass man dann gleich so als es selbstverständlich ansieht zu sagen, ja, ist ja alles okay, solange es nicht für die Grünen ist. So, hä? Funktioniert irgendwie nicht so ganz, ne? In den vergangenen 20 Jahren alle immer mehr hassen. Wenn das nicht so ist, sollte uns das Internet dann nicht offener, verständnisvoller und empathischer machen? Leider ist dein Gehirn dumm. Dein Gehirn ist dumm. Das ja, merci, hä? Wo beleidigt er mich so? Was soll die Scheiße? Entwickelt, um eine objektive... Natürlich, Gas wird dann meistens AfD oder Grüne. Ja, ja, deswegen... Aber ich glaube, AfD wird halt generell noch ein bisschen mehr verhasst. So, also ich möchte jetzt gar keine irgendwie Meinungen abgeben oder sowas. Aber ja, AfD und Grüne kriegen schon am meisten Hate ab. Und bei beiden sehe ich es halt öfter, dass es so einfach so... Ja, als allgemein angenommen wird, ja, natürlich hassen alle AfD, natürlich hassen alle die Grünen. So... Aber das widerspricht sich doch schon so in sich. Weil die AfD hassen, hassen dann wahrscheinlich weniger die Grünen und andersrum, you know? So irgendwas funktioniert doch dann nicht. Ich kann doch nicht einfach beides annehmen, dass alle so denken wie ich. Realität zu verstehen, sondern um soziale Strukturen zu formen. Unsere Vorfahren brauchten sich, um zu überleben. Also mussten unsere Gehirne dafür sorgen, dass sie zusammen... Bei der AfD ist für mich persönlich der Hass gerechtfertigt. Ich bin absolut gegen die AfD. Aber so... Ich meinte halt eher so dieses Generelle, dass man einfach so seine eigene politische Meinung so projiziert auf alle anderen und einfach annimmt, dass alle so denken wie man selbst. So, das machen Leute außerhalb der AfD wie innerhalb der AfD. Zusammenarbeiteten. Deshalb fühlt sich soziale... Halt, die weit rechts außen sind, bekommen das meiste... recht weit außen sind, bekommen das meiste ab. Glaube ich nicht, weil die Grünen sind ja gar nicht so weit links außen. So, die werden immer so als links-grün versifft dargestellt. So, als würden die Linken regieren. Das habe ich noch nie so ganz verstanden, weil die Linken regieren gerade nicht. Situation so schlimm an, weil sie leben. Ja, aber AfD-Hate ist schon gerechtfertigt, aber kann man, glaube ich, auch außerhalb von meinem Minecraft-Server machen, oder? Die politischen Diskussionen, bitteschön. Es gefährlich war. Stämme, die zusammenarbeiteten, überlebten. Gespaltene starben. Über Jahrtausende funktionierten Gemeinschaften so. Du mochtest deine Nachbarn vielleicht nicht besonders, ihr wart aber für dieselbe... Ich meine... Noch ein besseres Beispiel ist eigentlich dieser Chat hier, ne? Weil wenn ihr mal den Chat beobachtet, immer wenn ich eine neue Kategorie stream, zum Beispiel, wenn wir jetzt dann in GTA reingehen, könnt ihr davon ausgehen, es werden Leute schreiben, jetzt mach doch endlich Gartic, wir wollen alle Gartic sehen, spiel endlich Marbles, wir warten alle auf Marbles, so. Die dann einfach so tun, als würden die für die Allgemeinheit sprechen. So, beobachtet das mal, ne? Wenn jetzt dann bald neue Zuschauer reinkommen, ne, die jetzt noch nicht da sind in GTA, ob wir soll welche wieder finden. Sportmannschaft oder seid euch im Tempel begegnet. Die Leute vom anderen Dorf waren für euch beide Idioten. Durch bloße Nähe entstanden Gemeinsamkeiten, die unterschiedliche Weltanschauungen überbrückten und verhinderten, dass ihr euch gegenseitig umgebracht habt. Und wahrscheinlich unterschieden sich auch eure Weltanschauungen gar nicht so stark, weil sie von der gleichen örtlichen Kultur geprägt waren. Als unsere Gehirne sich entwickelten, hat das gereicht. Wer in der Nähe war, war uns ähnlich. Und wir mochten, was uns ähnlich war. So konnten wir trotz Unterschieden zusammenarbeiten. Als aus kleinen Sippen Dörfer und Städte, aus Stämmen Königreiche und Nationen wurden, mussten sich Gehirne und Gemeinschaften an mehr verschiedene Nachbarn anpassen. Wir begannen, uns auf Dorfplätzen oder in Universitäten zu treffen, um zu diskutieren und uns anzubrüllen. Aber im Großen und Ganzen waren Gemeinschaften immer noch recht isoliert. Wir waren uns immer noch ziemlich ähnlich und verbündeten uns mit Menschen um uns herum. Konflikte. Für den Animationsstil. Der Animationsstil ist echt richtig cool. Die haben auch, glaube ich, mal irgend so ein Video drüber gemacht, wie lange die brauchen, um ein so ein Video zu erstellen. Das ist schon auch krass. Meinungsverschiedenheiten sind nicht per se schlecht. Spannungen können wunderbare neue Dinge hervorbringen.
Werte, Normen und Tabus entwickeln sich ständig weiter. Und was auch immer wir heute für normal halten, wird es in Zukunft nicht mehr sein. Wir brauchen... Und das ist was so... An sich ist es ja gut, wenn Leute so diskutieren und andere Meinungen mit einfließen lassen. Da kann man ja auch, also dadurch, dass ich ja meine Ansicht habe, jemand anders eine andere Ansicht, wir darüber diskutieren, kann ich auch meinen eigenen Horizont erweitern. Ne? Das ist ja eigentlich der Sinn von Diskussionen so. Damit will ich ja meistens den anderen beeinflussen von meiner Ansicht. Aber ich erwische mich tatsächlich auch selbst dabei, wie ich einfach wirklich ein bisschen so von meiner Vorstellung und meinen Gedanken schon so gefestigt bin, dass ich dann andere Meinungen einfach so ein bisschen belächle und nicht mehr so ernst nehme. So, als wäre meine Meinungen irgendwie so moralisch höher gestellt oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ist eigentlich nicht gut, aber ich mache das selber viel zu oft in allen möglichen Diskussionen, dass ich einfach so sage, ja, da gibt's halt Meinungen, die sind einfach scheiße. Ey, Blanki, vielen, vielen, vielen Dank für deinen Subs. Oh, ich habe die ganzen Alerts noch aus. Hier, guck mal, da darf er nochmal schreien. Oh, jetzt wird alles nachgeholt, was vorhin reingefolgt hat. Ey, danke für die Follows. Und Blanki, vielen, vielen, vielen Dank für den Sub. Danke für die Unterstützung. Aber auch eine Art sozialen Kleber. Denn unserem Gehirn ist die Metaebene der Menschheit egal. Es will nur in einem Stamm sicher sein. Und dann entstand vor 20 Jahren etwas wahrhaft Neues, das unsere Gehirne komplett überfuhr. Das Social Media Internet, der digitale Dorfplatz. Wage es nicht, mir zu widersprechen. Soziale Sortierung. Kurz gesagt, unsere Gehirne können die ganzen Meinungsverschiedenheiten, die uns in sozialen Netzwerken begegnen, gar nicht verarbeiten. Ich finde es aber noch krass, wie viele Leute behaupten, ne, es gibt ja so extrem viel Meinungsverschiedenheit im Internet. Klar, da kann ja jeder einfach reinhauen, was er möchte ins Internet. Aber wie viele Leute immer noch behaupten, es gäbe so eine Meinungsdiktatur im Internet und irgendwie alle möglichen Social Medias würden irgendwelche Meinungen löschen und sowas, um die, weiß ich nicht, linksversifften Meinungen zu vertreten. Weißt du, und dann gehe ich durch die Kommentarspalte und da ist der menschenverachtendste Bullshit drin, den ich mir nur ausdenken kann. Wo ich mir immer denke, so Junge, wo ist denn diese Zensur? Ich habe sie noch nicht gefunden. Wenn sich Leute darüber aufregen, dass sie keine Meinungsfreiheit haben können, ist das doch schon das größte Beweis dafür, dass Meinungsfreiheit, würde ich sagen, schon noch existiert, oder? Sonst dürftest du ja die Meinungsfreiheit nicht anzweifeln. Oder bin ich da stupid? Genau die Mechanismen, die es unseren Vorfahren ermöglicht haben, zusammenzuarbeiten, bringen uns jetzt völlig aus dem Konzept. Ob du willst oder nicht, dein Gehirn sortiert Menschen nach Weltanschauungen und Meinungen. Das geht weiter als Stammesdenken. Die Forschung nennt diesen Vorgang soziale Sortierung. Auf dem digitalen Dorf... Wenn es irgendwo keine Einschränkung über Meinungen gibt, dann im Internet. Ist halt wirklich so. So, wenn die Leute das schreiben, ich darf das ja hier nicht mehr sagen, aber... Und dann sagen sie genau das. So, Junge, du hast es doch gerade gesagt, also darfst du es doch auch. Was? Platz begegnen dir Menschen, die Meinungen oder Informationen verbreiten, die deiner Weltsicht widersprechen. Anders als dein Nachbar feiern sie aber nicht die gleiche Sportmannschaft wie du. Es fehlt der soziale Kleber, den dein Gehirn braucht, damit ihr euch arrangiert. Für dein Gehirn wird die Meinungsverschiedenheit zu einem zentralen Teil der Identität der anderen. Und deshalb ist es weniger wahrscheinlich, dass du ihre Ansichten in Zukunft überhaupt ernsthaft beachten wirst. Hörst du... Eben, das meine ich so. Wenn jemand kommt und mir den größten Bullshit erzählt, so, ich beachte das halt gar nicht mehr, weil ich mich da einfach schon so ein bisschen moralisch einfach drüber stelle. Aber ich glaube, das macht irgendwie jeder, oder? Schlechtes über sie wird dein Gehirn das viel eher unkritisch glauben. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die deine Weltanschauung teilen und dir sogar ähnlicher sind als viele Menschen im echten Leben. Dein Gehirn mag diese Menschen sehr und drückt euch richtig nahe zusammen. Menschen, die gleich denken wie du, müssen gute Menschen sein. Du bist schließlich gut und deine Sozial... Eben, genau das. So, man hält sich einfach so selber für gut. Und sogar wenn ich das hinterfrage, glaube ich aber halt immer noch so ein bisschen dran, dass meine moralischen Vorstellungen halt einfach echt gut sind, weil sonst wären sie ja nicht meine moralischen Vorstellungen. Wisst ihr, was ich meine? An Kreise sind gut. Dein Gehirn wird die Meinung... Es gibt ja gewisse Worte, wie das mit Andy automatisch gefiltert werden. Ja, aber das ist ja auch sinnvoll. So, das ist ja keine Meinungseinschränkung. So, you know? Meinungen dieser Menschen also eher glauben. Und wenn du etwas Schlechtes über sie hörst, wird es das eher verwerfen, ohne es zu hinterfragen. Social Media verschlimmert das noch, weil es dich so lange online behalten will wie möglich.
Und die beste Emotion dafür ist leider Wut. Ja, und das ist dann dieser Ragebait-Content, ne, der einfach nur darauf ausgelegt ist, du sollst dich aufregen, du sollst kommentieren und sowas, weil das ist halt einfach viel Interaktion mit Social Media. Je älter du wirst, umso wahrscheinlicher ist es, dass du Dinge teilst und dich beteiligst. Und das führt dazu. Ja, weil wie oft habt ihr ein YouTube-Video geguckt, das ihr richtig nice fandet? Und was habt ihr dann gemacht? Ihr habt vielleicht maximal Like gegeben. Aber wenn jetzt jemand, irgendein YouTuber kommt, den ihr eigentlich gerne mögt, aber der lädt dann irgendwas hoch, was ihr richtig scheiße findet, weiß ich nicht. Der macht dann Politikwerbung auf einmal für die Partei, die komplett das Gegenteil von dem entspricht, was ihr gerne hättet. Da hast du doch da bist du doch viel eher dazu geleitet, da zu kommentieren. Ne? Während du Content, den du gerne magst und der deiner Anschauung entspricht, halt einfach nur konsumierst, aber nicht damit interagierst. Wisst ihr? Zu, dass Social Media die extremsten... Ich schau nur, dass es mir gefällt. Ja, es geht ja nicht ums Gucken, sondern natürlich schaut man, was einem gefällt, aber du interagierst weniger mit dem, was dir gefällt. Sondern, wenn dich irgendwas ankotzt, dann interagierst du damit eher. So, das ist einfach leider so. Kontroversesten Meinungen verstärkt. Es ist nicht nur so optimiert, dass es uns verschiedene Meinungen anzeigt, sondern die größten Meinungsverschiedenheiten. Und weil dein Gehirn dumm ist und Menschen in Teams sortiert... Kann der mir aufhören zu sagen, dass mein Gehirn dumm ist? Ich finde das echt frech. ...ordnet es die schlimmsten Meinungen immer dem anderen Team zu. Auffällig und neu... Hallo? Moment! Was soll das denn? Junge! Ich fühle mich hier komplett angegriffen. Ananas-Pizza ist der geilste Scheiß überhaupt. Was soll das? Auffällig und neu an dieser Online-Polarisation ist, dass es die Aspekte, die uns zu Individuen macht, verdichtet. Wie wir leben, die Serien, die wir uns anschauen, unsere Religion, unseren Stil und so weiter. Dadurch scheint es, als gehörten all diese Dinge zu gegensätzlichen, sich ausschließenden Identitäten. Das vereinfacht und verzerrt Meinungsverschiedenheiten über die Gesellschaft. Und es wirkt, als würden Menschen vom gegnerischen Lager die Welt absichtlich schlechter machen wollen. Als wären sie böse und mit Rationalität oder Diskussionen nicht zu überzeugen. Und Ananas auf Pizza gut, aber dann nur Ananas mit Tomate und Käse. Pro-Tipp, macht Ananas mit Chilis, mit Peperoni irgendwie richtig scharf. So, dann hast du diese süß-scharf-Kontrast und der schmeckt, finde ich, so unfassbar geil, dass... ist so nice auf der Pizza. Weil du natürlich auf der richtigen Seite stehst, ist... Wenn man der gleichen Meinung ist, was soll man denn da sagen? Also muss irgendwas her, das die Interaktion fördert. Ja eben, so, wenn alles deinem Weltbild entspricht, der Content so ist wie immer, ja, dann ist halt einfach da und passt so. Dann passiert halt nicht viel. Ist schwieriger zu begreifen, dass das gegnerische Lager dich als genauso böse ansieht. Auf gesellschaftlicher Ebene zerstört das den sozialen Kleber, die Grundlage unserer Demokratien. Wie können wir mit Nachbarn zusammenleben, die wir für böse halten? Besonders stark ist das Problem in den USA, wo das Zwei-Parteien-System es noch einfacher macht, Menschen in Teams einzuteilen. Das stimmt, ja. Wir haben immer noch so eine größere Diversität. Aber in den USA ist halt wirklich, du gehörst einem Team an und die anderen sind der Feind. So, die haben halt wirklich diesen Konter. Genau, haben vom Gewinnspiel Geld auf Kinguin 5 Random Deluxe Keys gekauft, da sie um das stark reduziert war und nur noch 5 Euro gekostet haben. Ey, hast du was Cooles bekommen? Freut mich. Naja, guck mal, da habt ihr den Beweis im Chat, dass mein Gewinnspiel funktioniert und kein Scam ist. Meinungen über die andere Partei sind besonders hoch. Okay, was können wir daraus lernen? Können wir etwas tun? Eine positivere Sicht. Unsere Meinung. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, was Social Media mit unseren Gehirnen anstellt. Dich selbst zu ändern, ist einfacher, als die Welt zu ändern. Beobachte dich und hinterfrage, weshalb du Dinge glaubst, die du glaubst. Und ob du Informationen nur annimmst oder verwirfst, weil sie von einer bestimmten Person kommen. Das Internet hat... Aber das ist so, ich weiß halt, dass ich diese Sachen mache. Aber es ist halt trotzdem irgendwie schwierig, das zu ändern, so dieses Mindset. Wisst ihr? Gute und schlechte Seiten. Und so wie wir uns an das Leben in Städten statt Stämmen anpassen mussten, gilt das für das Informationszeitalter, in dem wir mit Milliarden Menschen verbunden sind. Evolution ist dafür zu langsam. Also müssen wir Modelle finden, die mit unseren dummen Gehirnen funktionieren. Was anscheinend ganz gut funktionierte, war das Internet vor Social Media.
Manche erinnern sich noch an Bulletin Boards, Foren und Blogs. Die unterschieden sich vor allem auf zwei Arten. Zum einen gab es keine Algorithmen, die dich online halten wollten. Irgendwann hattest du genug Internet für den Tag, auch wenn das heute unvorstellbar klingt. Aber wichtiger, das Internet war viel fragmentierter. Es gab tausende verschiedene Gemeinschaften, wie kleine Dörfer, die sich um gleiche Meinungen und Interessen herumbildeten. Das war eigentlich wirklich, also ich sag mal, bis das TikTok so groß wurde, war es auch eher so, dass du so kleinere Interessensgemeinschaften hattest im Internet, so auch auf, also auch auf anderen Social Medias, so weiß ich nicht, auf Instagram, wenn du dann einen Account hattest, weiß ich nicht, von Greenpeace, dann hat der Leute angesprochen, die sich dafür interessieren. Aber durch dieses ganze, durch dieses TikTok-Format-Style und auch halt dann sowas wie Reels, wo du halt einfach durchscrollst und auf irgendeinen Content kommst, der wo ganz woanders herkommt, kommen halt Leute auf ein Thema, mit dem sie eigentlich nichts zu tun haben wollen. So, und dann kommen halt Leute auf einen Account von Greenpeace und schreiben erstmal darauf 20 Schnitzel. So. Und das hat sich halt irgendwie jetzt auch alle Social Media so durchgezogen, weil halt auch alle dieses TikTok-Format kommentieren. So, und alles ist so eine Entdeckenseite hat, wo du alles Mögliche finden kannst und nicht so wie, ich sag mal, ganz oldschool Facebook, wo du halt deine 10 Seiten abonniert hast, die dich interessiert haben. Und mehr hattest du dann auch nicht auf deiner Frontpage. Da waren dann keine Vorschläge oder irgendwas oder dass du irgendwas Neues findest, sondern du hattest halt genau das, was du abonniert hast und andere Leute sind jetzt auch nicht wirklich draufgekommen. Jetzt kommst du halt einfach auf irgendwelche Seiten. So, von allen politischen und ideologischen Lagern landest du jetzt einfach drauf und klar, dann gibt's halt viel mehr Stress, als wenn halt jeder einfach nur dahin geht, wo er hin will. Das Problem ist, nicht mehr faktenbasierte Debatte. Häufig bin ich in politischen Diskussionen, kann faktisch belegen, dass meine Position korrekt ist und die andere Person sagt, glaube ich dir nicht, was soll man da machen? Das stimmt, ja. Das ist halt einfach so. Ja, weil man halt auch die anderen einfach für so dumm hält, weil man so überzeugt von der eigenen Meinung ist. Wisst ihr? Aber ja, diskutiert wird auch nicht mehr. Das hatte ich ja schon ganz am Anfang vom Video gesagt, dass halt einfach nur noch so in die Extremen gedrückt ist und dann wird halt nicht diskutiert, weil über was so? Keiner will von seiner Meinung abweichen. Gemeinschaften waren aber quasi durch digitale Flüsse und Berge getrennt. Diese Gemeinschaften funktionierten, weil sie das echte Leben besser abbildeten als Social Media. Und ich finde, früher hat das wirklich gut funktioniert. Wenn du auf einer Gaming-Seite auf Instagram warst, dann waren da nicht irgendwelche Leute, die dir erzählen wollten in den Kommentaren, dass Gaming der absolute Teufel ist und du dein Leben nicht im Griff hast, weil da waren halt nur Leute drauf, die sich auch dafür interessiert haben. So. Und nicht über Reels irgendwelche Randoms draufgekommen. Das Dorf hatte eigene Kulturen und Regeln. Vielleicht mochte ein Dorf derben Humor und wenig Moderation, während ein anderes strenge Regeln hatte und schnell sanktionierte. Brach man diese Gesetze, wurde man ausgeschlossen. Oder man zog in ein anderes Dorf, das einem besser gefiel. Haben die da einen Vogelpenis, einen zensierten? Geil. Anstatt uns alle am gleichen Ort zu treffen und unsere Gehirne auf einem einzigen Dorfplatz zu überfordern, der uns verrückt macht, könnte es eine einfache Lösung für weniger soziale Sortierung geben. Zurück zu kleineren Online-Gemeinschaften. Denn was unsere blöden Gehirne nicht checken, ist, dass wir alle zum selben Team gehören. Zur Menschheit, die auf einem nassen Felsen durchs All flitzt. In einem Universum, dem wir egal sind. Das klingt halt, es wäre halt alles schön, aber ich glaube, es ist echt schwierig, das jetzt noch zu ändern. Alles, was man scrollen kann, ist schlecht fürs Hirn. Mittlerweile kannst du ja sogar fucking Twitch scrollen. Also ich weiß nicht, ob ihr schon die neue Version am Handy habt. Das ist jetzt erst vor kurzem dazugekommen. Du hast jetzt auf Twitch sogar so eine For You-Page wie bei TikTok, wo du durchscrollen kannst. Da kommen erst irgendwie 2-3 Leute, denen du folgst. Und dann kommen irgendwelche random Streams, die du im Hochformat durchwischen kannst. So, why? So, wirklich, also Twitch ist halt wirklich eine Seite, wo dieses TikTok-Format nicht funktioniert, Junge. So ein Twitch läuft über mehr, Kanal läuft über mehrere Stunden, da kannst du nicht durchswipen. Also, ich finde wirklich, dass sogar Twitch das macht, zeigt, dass wirklich dieses Swipe-Format einfach so gut funktioniert, dass alle das machen müssen, obwohl es wirklich bei Twitch keinen Sinn ergibt. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Aber solange unsere Gehirne das nicht verstehen können, ist ein bisschen Abgrenzung vielleicht ganz gut. Wir haben NordVPN.
Ich weiß nicht, ob ich das hinbekommen werde, so komplett meine Meinung auch mal so wirklich mehr zu hinterfragen und zu sagen, ey, vielleicht haben ja die anderen auch einen Punkt, weil es gibt halt einfach manche Sachen, wo ich mir einfach so denke, da habe ich halt einfach recht. Es sind aber dann aber auch die, ne, wie gerade schon gesagt wird, es wird nicht mehr faktenbasiert diskutiert. Und wenn ich dann halt mit Fakten komme und die anderen sagen, du bist aber ein Hurensohn, dann glaube ich, nehme ich mir auch das Recht heraus, weiter auf meine Meinung zu bestehen. Ich bin der Meinung, soziale Medien machen uns kaputt, die Hate gefeiert wird und, was? Moment, das ist zugeschult. Viral geht. Da passiert eine kleine Sache und aus einem kleinen harmlosen Fliege wird ein großer gefährlicher Bär. Du unterstützt dann die Meinung, weil es plausibel für dich ist. Du wirst zu einer Person, die die Meinung hat und die Meinung. Also, kannst du bitte Satzzeichen benutzen? Wird dann immer mehr extrem postet, das im schlimmsten Fall noch, verbreitet sich wieder, da Hate gefeiert wird und so viral geht und immer. Alter, wirklich. Dieser Satz ist so unfassbar lang und du hast keine Satzzeichen verwendet. Aber ich glaube, vom Inhalt her kann ich es halbwegs unterstreichen. Okay, ja, war ein interessantes Video. Ich finde es echt spannend, das immer so ein bisschen zu hinterfragen, auch wenn es mir persönlich schwerfällt und ich glaube wahrscheinlich den meisten schwierig, irgendwie so Meinungen so zu akzeptieren und zu diskutieren, die so aus einem ganz anderen Spektrum kommen wie die eigenen.